Das Skript des heutigen Videos habe ich insgesamt zweimal komplett über den Haufen geworfen. Das Einzige, was gleich geblieben ist, ist das Thema an sich und mein Dank an den heutigen Sponsor, nämlich SyncWire. Diese haben mich in der Vergangenheit nämlich schon mal angeschrieben und mich gebeten, ein Produkt von ihnen zu testen, welches aber nicht so richtig zu euch, also meiner Zuschauerschaft, gepasst hat. Ich bin aber glücklich, dass sie mich trotzdem nicht komplett vergessen hatten, denn vor kurzem hatten sie eine neue Idee und die passt bedeutend besser zu euch und auch zu mir. Im heutigen Video sprechen wir also über Sparmaßnahmen diverser Großkonzerne, Umweltbemühungen von eben diesen und warum dieser kleine USB-C-Charger mitten im Thema steckt. Los geht's! Versetzen wir uns an folgende Zeiten zurück. Wir schreiben die erste Hälfte des Jahres 2020 und die gesamte Tech-Community dreht durch wie ein Helikopter, wenn man ihn mit Chuck Norris kreuzt. Denn es geht das Gerücht um, dass Apple aus dem Lieferumfang des iPhone 12 den USB-Charger entfernen möchte. Was für eine Blasphemie und mit was für Hintergedanken könnte man bitte auf eine solche Idee kommen? Und seien wir doch mal ehrlich, es gibt nur eine einzige Kleinigkeit, die schlimmer wäre, als darüber nachzudenken, seinen zahlenden Kunden das USB-Ladegerät zu unterschlagen, welches sie wirklich verdient haben. Und das ist zum Beispiel diesen Plan in die Tat umzusetzen. Und das Ganze passierte dann etwa ein halbes Jahr nach den ersten Gerüchten. Also, wie schon vermutet, zum Release des iPhone 12. Und es kam, was kommen musste. Apple sagte natürlich, es wäre, um eventuell Elektromüll und auch CO2-Bilanz zu sparen. Apple-Hater sagen natürlich, es ist einzig und allein dazu da, dass sich Apple die Taschen noch voller stopfen kann. Apple-Fanboys sind natürlich vollkommen von Apples Meinung überzeugt und ich bin eher so auf der Seite der Fanboys, aber dazu habe ich auch mal irgendwo ein Video gemacht. Das Video ist uralt, also rhetorisch keine Bombe. Und so manch anderer Hersteller tut das, was er am besten kann, mit dem nackten Finger und vorwurfsvoll auf Apple zeigen, nur um den gleichen Move dann im darauffolgenden Jahr zu wiederholen. Hachi, Samsung. War das zu auffällig? Meine Meinung zu dem Thema ist immer noch ziemlich übersichtlich. Bleibt mir weg mit irgendwelchen billigen 5 Watt Ladegeräten oder sonst noch was, welches entweder meine Schubladen zumüllen, weil ich eh genug davon habe, oder b, die Verpackung des iPhones unnötig aufblähen. Was mich an der Stelle hier aber am meisten genervt hat, war die Doppelmoral der Tech-Community. Jedes Jahr aufs Neue bekommen sie irgendein mickriges Ladegerät im Lieferumfang eines jeden beliebigen Smartphones und beschweren sich aufs Neue, dass dieses eben nicht die Leistung bringt, die sie sich gerne davon erhoffen. Und was tun sie dann im Umkehrschluss? Sie kaufen sich irgendein anderes Ladegerät, welches entweder mehr Leistung bringt oder wahlweise sogar mehrere USB-Ports zur Verfügung stellt, weil sie endlich eingesehen haben, dass ein USB-Port pro Steckdose sie einfach nicht weiter bringt. Jetzt allerdings fehlt dieses unnütze und unbeliebte Ding im Lieferumfang und es werden wahlweise irgendwelche Szenarien erfunden, welche belegen sollen, dass man dieses Ladegerät jetzt doch aus irgendwelchen Gründen brauchen würde. Es ist natürlich auch so, dass Apple USB-C Charger anbietet, aber diese Genugtuung gönnen wir Apple doch nicht. Schließlich haben wir doch, weil sich der Preis des iPhones in keinster Art und Weise reduziert hat, das Ladegerät sowieso schon bezahlt. Warum sollte ich noch eins dort kaufen? Und wie so häufig kommt hier das Sprichwort des heutigen Tages um die Ecke: wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und der Dritte ist in diesem Sinne ein Dritthersteller oder sagen wir so, alle Dritthersteller. Anker, Ugreen und wie sie nicht alle heißen, kommen jetzt also um die Ecke und nutzen die Gunst der Stunde, um Apple seine verprellte Kundschaft abzuwerben. Ein weiterer Kontrahent im Krieg der Milliampere-Stunden ist SyncWire. Diese haben nämlich auch einen 20 Watt USB-C Charger und haben ihn mir zugeschickt, damit ich ihn für euch testen kann. Aber ihr erinnert euch, dass ich das Skript schon ein paar Mal über den Haufen geworfen habe? Wie testet man ein Ladegerät? Ich könnte natürlich mein iPhone 12 Pro laden und euch diese Zahlen hier irgendwo zeigen, aber das ist ganz schön aussagelos, denn wenn ihr nicht gerade das gleiche iPhone 12 Pro habt wie ich mit einer Batterie, welches genauso viele Ladezyklen auf dem Buckel hat wie meines, dann sind diese Daten für euch ziemlich unnütze. Ist aber möglicherweise das fast brandneue iPhone 13 Pro Max meiner Frau die bessere Wahl für einen Vergleichstest? Ich denke nein, denn wer realistischerweise mit dem Gedanken spielt, sich ein 12 Euro Ladegerät von SyncWire anzuschaffen, hat vielleicht nicht im gleichen Atemzug auch das teuerste iPhone auf dem Markt gekauft? Zweite Möglichkeit, wie wäre es mit einem Vergleich zur Konkurrenz? Wenn ich also diesen kleinen hier mit entweder dem Apple Original oder dem Anker Nano vergleichen würde, hat allerdings alles ein paar kleine Probleme. Ich zum Beispiel besitze nur eine der Konkurrenzvarianten und die Chance ist hoch, dass es euch genauso geht. Und seien wir mal ganz ehrlich, 20 Watt Output sind 20 Watt Output und irgendwelche realistischen Ladevorgänge zu replizieren ist von so vielen Faktoren abhängig, dass mir erstens das Know-how und zweitens die Lust fehlt.
Aber was mache ich nun mit diesem kleinen, schon fast niedlichen USB-Charger? Ich denke, ich sage euch einfach, wofür ich ihn nutze und was mir besonders gefallen hat. Denn der Syncwire Charger ist mein kleiner Notnagel in meinem Haushalt geworden. Denn alle, und ich betone und wiederhole, alle meine normalen USB-Charger, okay, bis auf diesen hier, wie dem auch sei, sind so fest in irgendwelche Mobiliare, Schreibtische oder sonst noch was eingenagelt, dass sie an Flexibilität echt nicht zu unterbieten sind. Klar, kann ich natürlich auch innerhalb meines eigenen Zuhauses, wenn es mal wirklich nötig sein sollte, irgendwelche Geräte, welche ich laden muss, über eine meiner vielen Powerbanks laden. Aber Syncwire hat mir nun mal diesen Charger zugeschickt und warum sollte ich diesen nicht nutzen, wenn ich ihn schon über habe? Also hat dieser mich quasi vollkommen flexibel und immer frank und frei in meinem ganzen Haus begleitet. Und mit seinem 20 Watt Output übertrifft dieser sowieso jede mobile Lademöglichkeit, die ich gerade habe und ist zudem noch viel effizienter als kabelloses Laden, wie zum Beispiel MagSafe. Am nützlichsten war der Syncwire Charger für mich in Verbindung mit dem neuen USB-C Ladegerät für meine Apple Watch. Denn die Series 7 ist ja jetzt natürlich auch sowas ähnliches wie Fast Charging tauglich und somit funktioniert dieses Szenario endlich, dass man die Uhr den kompletten Tag und somit auch die komplette Nacht trägt und wirklich pro Tag nur immer ein paar Minuten laden muss. Bedeutet, einfach beim Duschen die Uhr aufs Ladedock mit dem 20 Watt Netzteil legen und so sind in 20 bis 30 Minuten locker 50% Ladeleistung drin. Und selbst wenn das nicht reichen sollte, um komplett über den Tag zu kommen, irgendwo einfach mal nochmal 5 bis 10 Minuten dranhängen und dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Natürlich bietet der Syncwire Charger auch Schutz gegen sämtliche Probleme, die beim Laden so auftreten können, wie zum Beispiel Überhitzen, Überladen oder Kurzschlüsse. Bedeutet, ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass während des Ladens entweder euer Hab und Gut oder sogar euer Haus in Rauch aufgeht. Einer der Punkte, der mir am Charger aber am besten gefallen hat, ist wahrscheinlich für euch einer der unwichtigsten. Und um den nachempfinden zu können, müsst ihr mir hier einen kleinen Gefallen tun. Abonniert diesen Kanal. Na, Spaß beiseite. Macht bitte einmal das Licht in eurem Zimmer aus. Oder wenn ihr dieses Video gerade am helllichten Tag schaut, dann wartet einfach, bis es draußen dunkel ist. Ich laufe nicht weg. Geschafft? Wunderbar. Eigentlich müsste jetzt um euch herum alles dunkel sein. Aber seien wir ehrlich, das ist es nicht. Denn alle Hersteller haben sich im Laufe der letzten Jahre auf die Fahne geschrieben, irgendwo in ihren Geräten irgendwelche überzähligen LEDs einzulöten, welche dafür sorgen, dass, selbst wenn euer Zimmer komplett dunkel ist, aus irgendwelchen Ecken, aus irgendwelchen Steckdosen immer irgendwelche roten, grünen, orangen oder sonst noch was Lichter scheinen. Und das nervt mich. Denn das Schlimmste ist, diese LEDs haben gar keinen Sinn. Außer vielleicht anzuzeigen, dass das Gerät gerade Strom hat. Ganz ehrlich, diese Information brauche ich nicht. Stecke ich ein Kabel ein und mein iPhone macht keinen Bumm, dann ist auch kein Strom auf der Leitung. Der Charger von Syncwire hat auch eine verbaute LED, aber diese ist a. extrem dunkel und zweitens so schlau platziert, dass sie hier sogar einen Zweck erfüllt. Denn sie ist genau um den USB-C-Port angeordnet. Das bedeutet, möchte man diesen im Dunkeln finden, dann tut man das und nicht einfach nur irgendeinen random ausgewählten Punkt an einem Ladegerät. Und das Tolle ist halt auch, jeder handelsübliche USB-C-Stecker ist so breit und so hoch, dass eben dieser Leuchtkranz nahezu in Gänze überdeckt wird. Bedeutet, endlich mal keine akustische, nein, lichtmäßige Verschmutzung in eurem Raum. Ich denke, viel mehr als das kann ich zu diesem Charger wirklich nicht sagen. Egal mit welchem Gerät, egal zu welcher Zeit, egal in welchem Szenario ich diesen im Laufe der letzten 2 Wochen genutzt habe. Ich war immer zufrieden. So zufrieden, wie man mit einem USB-Charger sein könnte. Und seien wir ehrlich, wenn ihr dieses Video hier braucht, um euch bei einer Kaufentscheidung in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, wenn es darum geht, welchen USB-Charger ihr euch anschaffen wollt, dann kauft den von Syncwire. Er ist günstig, er ist funktional, er ist sicher und er leuchtet sehr dezent. Solltet ihr wirklich Interesse an dem Syncwire Charger haben, findet ihr natürlich einen Link in der Videobeschreibung und im Pin-Comment. Und solltet ihr mehr Interesse an dem Thema haben, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich würde gerne von euch wissen, was haltet ihr von der ganzen Geschichte, dass bei einigen Geräten einfach keine USB-Ladegeräte mehr im Lieferumfang enthalten sind. Denn, wie gesagt, meine Meinung kennt ihr, ich würde gerne eure kennen. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr hier wart und bedanke mich nochmal bei Syncwire, dass ihr mir den Charger haben zukommen lassen. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer für eine Zeit gerade für euch ist. Wünsche beste Grüße von der grünen Wiese und bis zum nächsten Mal, meine Freunde des modernen Lebens. Euer Manoah.
Natürlich bietet der SyncWire Charger auch sämtlichen Schutz vor allen Sachen, die beim Laden so passieren können. Wie zum Beispiel Kurzschlüsse, Überhitzung oder Überladung oder irgendwie sowas. Bedeutet, hier braucht ihr euch keine Sorgen, um euer Hab und Gut zu machen oder dass sich möglicherweise sogar euer Haus in Rauch auflöst.